So, nochmal kontrollieren. Also, ein PET hat 7 Gramm, das wären 125 für ausgelegt Milliliter. Das heißt, ich lasse dann die kleine Tasse auf 100 und den Espresso ist dann immer 25, 30. Dann machen wir 30. Müsste passen. 7 Gramm, 30 Milliliter auf Espresso. Ja, dann mal schauen, ne? Na, kennt ihr noch den Trick? Mit der alten Senseo-Maschine beide Tasten drücken und gedrückt halten und dann Strom drauf geben und dann sollte vorne die Powerleuchte leuchten. Ja, auf jeden Fall ist das so bei den etwas älteren Modellen. Das ist, ich lese mal eben ab, die 6554. Die habe ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren mal wieder günstig geschnappt und da funktioniert das noch so. Ja, und damit auch herzlich willkommen bei Maises Welt. Und heute wollen wir ja die Senseo Select, die Wassermenge, mal ein bisschen programmieren. Ich komme noch mal eben hier zu den älteren Modellen. Ihr müsst das ausprobieren. Es funktioniert nicht bei allen, aber bei dieser Generation ja, sollte es eigentlich funktionieren. Könnt ihr einfach überprüfen, so wie ich das vorhin gezeigt habe. Die beiden Knöpfchen drücken, dann mal Strom drauf geben und wenn die Powerleuchte leuchtet, dann funktioniert es auf jeden Fall. So, das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist, wir schwenken mal eben rum zur Kamera 2. Ihr drückt dann hier einmal für die eine Tasse, dann reduziert sich das Ganze um 3,5 Milliliter. Wird auch signalisiert durch einmal blinken. So, und dementsprechend auf der anderen Tasse erhöht sich das Ganze dann um 3,5. Dementsprechend auch durch ein Blinken wird es angezeigt. Ja, und das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist mal eben Power aus. So, und dann ist das programmiert. Natürlich müsst ihr dann auch da, wie ich gleich hier selbst, mit der Waage ein bisschen arbeiten, weil man muss erstmal wissen, was kommt da überhaupt raus. Und dann rechnet man dann eben plus minus 3,5 Milliliter. Ja, ich würde sagen, ich räume das eben hier um und dann auf geht's mit die Wasserspielerei. Bis gleich. Ja, natürlich habe ich mir einen kleinen Spickzettel gemacht. Und zwar geht man davon aus, bei 200 Milliliter, ich rede jetzt von einem Kaffeevollautomaten, bei 200 Milliliter zwischen 10 und 12 Gramm. So, das müssen wir uns dann natürlich ausrechnen bei einem 7 Gramm Senseo Kaffeepad. Oder ich glaube sogar alle Pads haben um die 7 Gramm. So, da wären dann ungefähr 525 Milliliter in einer Tasse. Es kommt natürlich immer darauf an. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt, weil die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. Ich gehe jetzt nach diesem Beispiel halt und so habe ich das eigentlich die ganze Zeit auch immer gehabt, bei 200 Milliliter 10 bis 12 Gramm und dementsprechend dann umgebaut. Also ich möchte jetzt eine Tasse haben mit 125 Milliliter bei einem Pad, welches 7 Gramm hat. Dafür drehe ich mal eben um, weil ich habe ja schon ein bisschen rumexperimentiert. Den Espresso und die kleine Tasse auf 100 Milliliter und den Espresso habe ich auf 30 Milliliter, habe ich schon einprogrammiert. Und jetzt fehlt mir quasi nur noch die große Tasse. Ja, 125 ist ja nicht ganz so groß. So, aber das ist so mein Verhältnis. So trinke ich denn zum Beispiel am liebsten. Jo, ja, im Prinzip so, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe. Wir drücken jetzt hier, ja, erstmal drücken wir hier oben drauf, genau, zum Zumachen. Pad ist drin, haben wir gesehen. So, dann kommen wir jetzt hier. Wir drücken einfach nur die große Tasse oder die eine Tasse Taste. Eine Tassentaste nimmt man so, ne? Jo, und dann fängt das Ding auch schon an. Wir halten das aber erstmal 5 Sekunden gedrückt, weil dann blinkt es schön und dann ist er automatisch im Programmiermodus. Machen wir einfach mal. Auf geht's. So. Das müsste jetzt gleich blinken hier. Jawohl, macht er auch. Die Waage habe ich natürlich auf 0 gesetzt und ich habe mir auch noch nebenbei, solange das aufheizt, habe ich mir einen kleinen Zettel gemacht. So ungefähr, wenn die Waage 107 Milliliter anzeigt, den Knopf drücken, weil alles, was danach dann läuft, bin ich ungefähr bei 125. Mal sind das 124, mal 26. Ja, gut. Ist jetzt nicht so tragisch. So, warten wir mal, was hier passiert. Und bei 107 drücke ich dann mal die Taste. Jo, auf geht's.
So, dann schauen wir mal. Ja, 124 geht da noch ab. Jawohl, 125. So soll das sein. So, ich bin eigentlich zufrieden. Und wie immer hier die Crema. Wenn ich den nochmal hier drauf stelle. Ja, 124. Und wenn ich dann 8-mal da drauf stelle, ihr Mann, steigt ja doch richtig an. Ja, und so macht ihr das dann ganz einfach bei dem anderen auch. Ich mache jetzt nochmal die Gegenprobe. So, Pad ist drin, Klappe zu. Auf 0 steht. Ja, dann machen wir einfach mal an. So, ja, wie schon gesagt, also es kommt auch auf die Dicke von den Pads an, weil ist ja nicht immer gleichmäßig. Und ja, der eine oder zwei Milliliter, ob man den wirklich merkt, ich merke es nicht. So, warten wir mal ab, was hier passiert, ob das auch so ist, wie ich das eingestellt habe. Also wenn das 1,23, 1,26 ist okay, also für meine Verhältnisse. So, warten wir ab. Jo, wo sind wir denn jetzt? 22, 23. Komm, wir drücken nochmal nach. Ja, 24, alles okay. Wunderbar. So, Klappe auf. Oh, das Pad bleibt mal hängen. Und wie immer, komm, wir kippen ein bisschen danach. Dann haben wir unsere 25. So, ja, auch hier wieder die Crema. Da sind wir. Qualm noch schön, wie es sein soll. Nehmen wir mal direkt einen Schluck. Ah, fehlt mir der Zucker. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin im Gegensatz zum Vorgängermodell 6554. HD 6554. Ja, schmeckt gleich, weil die haben ja auch diese Boost-System, Boost-Brüh-System hat die ja auch. Und ja, aber von den Einstellungen her, ne? Knöpfchen drücken und ja, das Programmieren ist auch wesentlich einfacher. Ja, wie gesagt, ne? Wenn ihr dann die anderen einstellen wollt, einfach verstellen hier und dann probieren, gegenüber studieren. Ja, was soll ich sagen? Falls ihr das Ding mal verschenken wollt oder warum auch immer auch Werkseinstellungen machen wollt, dann drückt ihr einfach nur hier unten die Taste. Die zwei Tastentaste haltet ihr circa 5 Sekunden gedrückt, dann blinkt die kurz und dann ist alles wieder aufs Werkeinstellung, so wie ihr die ja, neu gekauft habt. Ja, dann noch mit dem Entkalken, ist eigentlich auch keine große Sache. Ihr macht hinten in den Wassertank ein bisschen von eurem Entkalkungszeug rein. Ich benutze da meistens hier diese Zitronensäure, aber in flüssig. Ein paar Spritzer rein, der Rest wird dann aufgefüllt bis oben hin. Und dann drückt ihr quasi nur die beiden Tasten hier, die eine und zwei Tastentaste, haltet ihr beide gedrückt und schon fängt das alles an. Dann läuft das Ding einmal durch und beim zweiten Mal füllt er einfach nur ganz normales Wasser nach, dann spült er das nach, so wie fast beim ersten Mal auch, beim ersten Betriebnahme. Ja, was soll ich sagen, ich kann sie empfehlen, ich finde die klasse, einfacher zu bedienen, von der Größe her, ja, ist im Prinzip dasselbe. Unterschied zu meiner jetzt, der verstellbare hier. Und ja, was ein bisschen doof ist, der Tank. Ich kann den alten XXL-Tank nicht mehr für diese Version verwenden, weil ja unten, wie in dem ersten Video schon gesagt, ist der Noppen da, wo das Wasser runtergeht, ist ein bisschen versetzt. Ja, aber ansonsten finde ich, die Maschine ist ganz okay. Ja, 85 Euro. Ja, ist jetzt noch neu. Ich denke mal, die Preise, die gehen noch ein bisschen in den Keller. Im Moment hat da Philips eine Aktion, da sind da, weiß ich nicht, 48 oder was, Kaffeepads dabei und ja, so eine Paddose. Wer es braucht, aber ist ja umsonst. Ja, ich kann sie, wie gesagt, empfehlen. Ich bin damit zufrieden und die andere kommt dann so lange auf Halde oder wenn mal mehr Besuch kommt, obwohl ich habe ja noch eine Kaffeemaschine. Ja, dann habe ich die halt als Reserve. Viel gefällt mir und wenn ihr Fragen habt, ruhig unten rein in die Kommentare. Ja, und fürs Abonnieren bin ich immer wieder sehr dankbar. Ja, das war's dann. Kurz und bündig, glaube ich, oder?
Ja, denk schon. Okay, alles klar. Ciao, euer Meisel.